So, als nächstes kommt Julia Probst. Hierzu muss ich ein was sagen. Und zwar, Julia bekommt mehr Redezeit gestellt. Hintergrund ist, dass sie gehörlos ist und auf einen Gebärdensprachdolmetscher angewiesen ist, der für sie übersetzen wird. Okay? Eine Sekunde noch. Liebe Piraten, liebe Mitpiraten, viele von euch kennen mich schon aus dem Internet, von meinem Blog und vielleicht auch aus der Presse. Die Frage, die sich jetzt hier eingestellt ist, warum stehe ich hier? Mein Kampf für Barrierefreiheit und Inklusion ist bekannt und ich sollte mich jetzt vielleicht erstmal endlich vorstellen. Ich bin die Julia, ich komme aus der Nähe von Ulm und bin eigentlich, hätte ich in Bayern kandidiert, aber ich freue mich, dass ich jetzt hier in Baden-Württemberg auch kandidieren darf. Vielen Dank an Marco und an Carsten und an die Gebärdensprachdolmetschern für ihre Arbeit. Vielen Dank an euch alle. Danke. Ich arbeite als Sozialmedia-Managerin in München und wir beschäftigen uns mit Dolmetscherdienstleistungen. Das bedeutet, ich setze mich einfach auch aktiv in meinem beruflichen Leben für Barrierefreiheit ein. Barrierefreiheit bedeutet nicht, das bedeutet mehr als einfach nur Gebärdensprachdolmetschern, sondern es bedeutet natürlich auch barrierefreien Zugang zu Gebäuden, aber natürlich noch viel, viel mehr. Barrierefreiheit ist auch wichtig für den Normalbürger, sowas wie Netzneutralität zum Beispiel, dass Leute einfach barrierefrei auch ins Internet kommen können. Und das ist eben auch ein wichtiges Thema für mich. Das heißt, ich bin nicht einfach nur monothematisch, sondern ich habe einfach noch viele andere Themen, mit denen ich mich beschäftige. Von meiner Geschichte her kenne ich einfach, was es bedeutet, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Ich möchte ein bisschen kurz was erzählen. Ich war hier auf einer Regelschule und ich kenne es eigentlich, was Inklusion bedeutet. Inklusion hat mich sehr, sehr weit gebracht. Ohne Inklusion würde ich jetzt heute nicht hier stehen. Und deswegen habe ich auch Lust auf Politik. Ich möchte auch was ändern können. Eine Freundin von mir, die an der Schwerhörigenschule war, auf die ich später gegangen bin, die war 6 Jahre im Internat und das bedeutet einfach, sie hatte überhaupt kein normales Familienleben gehabt. Sie hatte keine Mutter oder einen Vater, der am Abend ein Buch für sie vorgelesen hat und das ist einfach ein Alltag für gehörlose Menschen, die im Alltag doppelt isoliert sind. Am Wochenende war sie zu Hause und mein Ziel ist einfach, hier in Deutschland so weit zu kommen, dass wir ab 2015 tatsächlich inklusiv leben oder dass wir Inklusion leben und dass keiner mehr darüber redet, über Inklusion, weil es einfach normaler Alltag ist. Natürlich kostet es auch Geld, das ist klar. Aber Leute, die Mitschüler haben, die können vielleicht dann auch besser drüber nachdenken, was es bedeutet, barrierefrei zu bauen, welche Gebäude barrierefrei sein müssen. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel Stuttgart 21, was ja überhaupt nicht barrierefrei geplant ist. Ein wichtiges Thema für mich ist auch das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass viele soziale Berufe auch eine Aufwertung brauchen. Gerade zum Beispiel Altenpfleger, Erzieher,
es werden immer weniger Leute, die diese Berufe ergreifen, weil sich die Leute überlegen, naja gut, weil sie sich die Leute überlegen, wenn sie diesen Beruf ergreifen, dann sind sie, verdienen sie nicht genug und sind einfach abhängig von ihrem Einkommen. Ich denke, dass sich einige von euch sicherlich schon gefragt haben können, kann eine Gehörlose überhaupt politisch arbeiten? Und die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich brauche natürlich einen Dolmetscher, das wird klar sein, auch im Bundestag. Das bedeutet, wenn wir Piraten das tatsächlich schaffen, in den Bundestag zu kommen, dann wäre auch automatisch ein Gebärdensprachdolmetscher im Bundestag und wir haben ein Ziel der Barrierefreiheit auch erreicht. Und vor 4 Jahren war es in den USA ja eben auch so von wegen, ein Schwarzer kann noch nie Präsident werden. Und so ist es genauso, ein Gehörloser kann genauso im Bundestag gehen. Und es geht gar nicht darum, ob jemand behindert ist oder nicht, sondern es geht einfach um Inklusion. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Vor 3 Wochen war ein Tag der offenen Tür in der Politik. Und im Kanzleramt waren Gebärdensprachdolmetscher anwesend. Und das war im 2010 und 2011 noch nicht der Fall, obwohl ich da jedes Mal Bescheid gesagt habe. Und dann haben sie immer gesagt, ja, Entschuldigung, wir denken dran. Und dann war es ja drauf, wieder kein Dolmetscher da. Es hat sich also wieder nichts geändert. Und dieses Jahr war tatsächlich ein Gebärdensprachdolmetscher anwesend. Im Bundespräsidialamt und im Kanzleramt. Und ich habe dann dem Regierungssprecher Seibert gesagt, ich würde gerne Frau Merkel Danke sagen dafür. Und er gemeint, ja, warum nicht? Und dann konnte ich eben kurz mit Frau Merkel sprechen und habe dann zu ihr gesagt, ja, vielen Dank, dass Sie jetzt einen Gebärdensprachdolmetscher auch beauftragt haben. Und ihre Antwort war dann haben wir ja was gelernt. Und das ist das eigentlich, was ich möchte, dass die Politik durch uns Piraten auch was lernt. Noch ein kleiner Hinweis. Die Demokratie wird in der Gebärdensprache so gebärdet. Das ist Demokratie. Und das bedeutet eigentlich automatisch sowas wie basisdemokratisch. Das Basis ist eigentlich schon in dieser Gebärde inkorporiert. Also, und das ist ja eigentlich auch die Idee der Basisdemokratie, dass jeder mitmachen kann. Vielen Dank und entschuldigt bitte, dass ich so ein bisschen nervös bin. Ich meine, sowas mache ich natürlich auch nicht jeden Tag, deswegen war ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Also vielen Dank fürs Zuhören und danke an die Dolmetscher. Gut. Das war auf jeden Fall. Ich hoffe, die Zeit war ausreichend. Ist okay, gut. Super, danke.